Hallihallo, liebe Rehbornfreundin. Hallihallo, liebe Rehbornfreunde. Ein liebes und herzliches Willkommen wieder einmal in meiner Violas Babystube. Ja, und ich möchte euch den kleinen süßen Zwerg hier vorstellen, der so richtig so ein Grinsen zeigt, ne? Ja. Ach, guten Tag. Meine lieben Rehbornfreundinnen und guten Tag, meine lieben Rehbornfreunde. Ja, Kasi, du mischst dich ja viel zu früh ein. Also ich wollte euch den kleinen Marty vorstellen. Nein, nein, das stimmt gar nicht. Ich bin ja Moderator und das ist nicht Marty. Das ist Leon, der heißt wie ich, der ist ein Löwe. Oh, Kasi, du bist kein Löwe. Und Leon, ich weiß nicht, ist das ein Löwenname? Also auf jeden Fall ist das ein süßer kleiner Name für ein kleines Mäuslein, so wie der hier. Ja, und du hast nachgeschaut in meinem WhatsApp. Nein, habe ich gar nicht, ich habe nur mal ein bisschen geguckt. Ja, du hast im WhatsApp geluschert und du weißt jetzt, wie der Kleine heißt. Aber dieser kleine Zwerg, so, du gehst jetzt, bevor du uns hier alles durcheinander bringst, der kleine Zwerg, der heißt Marty und wird Leon heißen. Ja, nun haben wir das raus, ne? Kasi klärt das ja immer alles auf seine Weise. So, meine Lieben, jetzt decke ich hier mal ein bisschen auf, damit es hier nicht allzu lange dauert, unser kleiner erster Teil des Videos. Und dann möchte ich euch den kleinen Burschen ein bisschen näher zeigen. Freue mich auch, dass ich wieder ein bisschen schneller, dass es nicht ganz so lange dauert, dass jetzt doch eine kleine Regelmäßigkeit, dass ihr immer mein Video seht, ne? Nun zeige ich euch aber erstmal die Nägelchen. Ja, so, also ihr seht ja, er hat einen Vierscheibengelenkkörper. Ihr seht, dass er auch wieder ein Painting hat, der kleine Mann. Er hat Äuglein und er strahlt so richtig. Er hat richtig ein Strahlegesicht. Das gelingt einem auch nicht alle Tage so, sodass ich dann auch noch schmunzeln muss. Ja, und auch Kasi ist ganz begeistert, ne? So, die Füßchen werde ich noch zeigen. Na, wo sind die Füßchen? Die sind hier versteckt, ja. So, da sind die Nägelchen nochmal zu sehen, das Weiße von den Nägelchen. Vielleicht auch die Füßchen, ne? Hier das he bisschen heller hier. Na gut, dann habe ich hier erstmal das Wichtigste gezeigt. Ja, ein kleiner Grinser. Ein Schmunzelchen ist das, ein richtiges süßes Schmunzelchen. So, ich decke mal ein bisschen wieder zu. Ich habe das immer so, ich weiß auch nicht, die müssen zugedeckt werden. Ja, es sind ja Reborn-Babys, die zittern am lautesten, ne? Na gut, also ihr Lieben, jetzt macht es gleich Knips und dann sehen wir uns sofort wieder. Ihr merkt es gar nicht, ihr merkt bloß das andere Bildchen, ne? Also bis gleich, Knipsi. So ihr Lieben, und nochmal Knips und da bin ich wieder und der kleine Marty. Na, und ich, ich bin auch noch wieder da. Du, weißt ihr was? Das regnet draußen und das regnet. Na, sag mal, Kasi, so ein Kram musst du uns erzählen. Wie siehst denn du überhaupt aus? Na, das hab ich mir auf den Kopf gesetzt. Das hab ich mir bei deinem Baby, hab ich mir das rausgeholt. Und da steht drauf, schützt vor Nässe. Was hast du gemacht? Das ist eine Windel. Ja, aber das schützt ganz viel vor Nässe. Ich war voll draußen und das war voll schön draußen. Und, ne, aber ich weiß nicht, müssen wir uns jetzt alle sowas auf den Kopf setzen hier? Doch, doch, das müsst ihr mal probieren. Das sieht voll schick aus. Seht ihr doch? Oder sieht das, na, ich weiß nicht, ob das voll schick aussieht hier. Doch, doch, doch. Ich glaube, das sieht ganz voll schick aus, sieht das. Ja, du bist immer ganz voll schick. Wir wollen den kleinen Marty jetzt schick machen und das ist, glaube ich, wichtiger. Na gut, wenn ihr sagt, dann muss ich wohl wieder erstmal ein bisschen gehen, ne? Ja. Na gut, Kasi, dann bis später vielleicht. Sagst uns nochmal Tschüss, ne? Aber ich müsste probieren. Sieht voll schick aus. Schützt von Nässe. Ja, von Nässe von innen und nicht von außen. Na gut, also machen wir jetzt weiter. Ne? Na, tschüss dann erstmal. Ja, der stört uns oder stört uns nicht. Ne? Also, jetzt geht es aber um unseren kleinen süßen Matzi hier.
der so richtig ein Herz, kleiner Herzerwärmer ist. Ein Herzenswärmer. Nicht? Ja, das deshalb, ne, weil du so schön grinst. Ja, wo fangen wir denn nur an? Der Kasi bringt mich aus dem Konzept. Der hat ja auch immer lustige Ideen. Windeln schützen vor Nässe, ja. Ne? Ja, wo er recht hat, hat er recht. Bloß von aus welcher Richtung, ne? Aus welcher Richtung das dann kommt. So, ja, womit fangen wir denn an? Hm? Ja, er wiegt 2450 Gramm. Dass er Leon heißen wird, hat ja der Kasi schon verraten. Er hat ein Painting. Ja, fangen wir mal so an. Meine Paintings kennt ihr ja inzwischen schon. Und ich painte sehr gerne und jetzt sehr oft. Hat auch seinen Grund. Ich mache es erstens gerne und zweitens hat es einen gesundheitlichen Aspekt. Ich vertrage die geroteten Haare nicht so sehr gut und bekomme eine allergische Reaktion, also ist das Mittel zur Wahl, gefällt mir selber sehr gut. Ja, und ich finde, das sieht inzwischen auch schon recht lebensecht aus, ne? Ja, so, da ist die kleine Schnecke auch zu sehen, ne? Die Haare, die so ein bisschen nach zur Seite wuschen. Mein Logo, ja, ist das ein Logo? Kann man so sagen, ne? Ja, auf jeden Fall, dass ich es war, der den kleinen Muckelmann gemacht hat hier, ne? So, das Gewicht hatte ich schon gesagt. Ja, er ist auch so ein Zwergi, der sich die Händchen vors Gesicht hält. Er nimmt auch einen Nucki, der sitzt auch schön fest. Ich habe 2 Gegenmagnete dagegen gesetzt und habe aber hier eine Kugel aufgebracht, die klebe ich auch nachher noch an. Ne? Das geht sonst, weil er auch diesen offenen Mund hat, Zunge nach oben. Wo soll man das? Der Gegenmagnet zieht sonst gar nicht an. Gut, das dazu. Jetzt messen wir ihn nochmal, ne? Den kleinen Mucki. So, dann schauen wir mal, ob wir das richtig machen. Also hier steht 51. Ich denke mal, das kommt sehr gut hin. Huch, was hat er denn da? Ein kleines weißes Fleckchen? Na, nee, das glänzt nur ein bisschen. Da glänzt der Lack ein bisschen. Ja, die kleine Wischbucke sieht das ein bisschen aus. So, dann werden wir mal die Windeln, die vor Nässe schützen, werden wir mal den kleinen Muckel umbinden, auch wenn unsere Ribbons ja sehr pflegeleicht sind, was Stubenreinheit betrifft, ne? Ja, die Windel ist eben Deko. Es sind ja auch 3D-Fotos, unsere kleinen Mäuse. Und deshalb spiele ich ja auch mit dem Kasi ein bisschen hier rum, dass das alles eben nicht so bitter ernst zu nehmen ist. Die Reborn-Zwerge sollen uns Freude machen und sollen dem Herzen gut tun. Wer es mag und wer es möchte, der macht es eben. Der legt sich zur Deko ein Reborn-Mäuschen hin, ne? Oder 2 oder 3. Oder hängt einfach noch eine 0 ran. Das gibt es auch. Ja, na klar. Warum auch nicht, ne? Andere haben 275 Blumentöpfe überall stehen. Und manche haben dann eben das eine oder andere Reborn-Mäuslein stehen. Und die ganzen Zubehörsachen, die eigentlich ein richtiges Baby brauchen würde. Oder braucht. Ja, oder? Naja. So. Gut, jetzt habe ich einen Faden verloren. Nö, nehmen wir einfach Windel Nummer 2 und dann passt das. Ich habe mit der Windel 2 angefangen, weil er ist ja ein properes Kerlchen, ne? Und dann nehme ich jetzt die Windel Nummer 3 und versuche gerade rauszufinden, wo vorne und hinten ist. Ja, super, ne? Ich werde es wohl nie lernen. Ich dachte, ich kann lesen. Das habe ich wenigstens gedacht. Ich lese es wohl und merke es ja nicht, was vorne und hinten ist, ne? Ja, er nimmt gerne die Händchen vors Gesicht. Dabei hat er ganz wunderschöne blaue Augen. Und die Wimperchen sollten nicht so lang sein. Die sind diesmal also etwas kürzer. Beim letzten Baby waren sie etwas länger. Das war so gewünscht. Diesmal war es so gewünscht, dass sie nicht zu lang sind. Also alles nach Wunsch, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es das Gesamtbild des Babys hergibt, dann geht das auch nach Wunsch, natürlich. Euch sollen die Mäuse ja gefallen, ne? Euer Herzchen erwärmen. Aber manchmal wird mir das Herz auch schon, ja, was mache ich hier? Schon warm, wenn ich ein so Mäuslein dann fertig habe, wenn es mich angrinst, ne? So, hier mache ich ein bisschen Babyduft drauf auf das mittlere Wattepad. Das mache ich so. Deshalb auch diese 2 Windeln, weil immer noch einige den Kanal neu finden und neu entdecken. Die 2 Windeln, die sind eigentlich dazu da, um einen schönen Babypo zu machen. Und darin verstecken wir das Wattepad. Und deswegen
mache ich es auch nicht direkt auf den Body, damit dieser weiße Body oder die Baby-Bodies hier, die Mäuse anhaben, der Körper keine Flecken bekommt. Wenn man da jetzt diesen Duft direkt drauf tun würde, gibt es gelbliche Flecken und das ist gar nicht schön, ne? Das ist auch der Grund, warum ich immer hier sehr aufpasse und sehr versuche aufzupassen. Ich habe solche schon gehabt zur Aufarbeitung, dass die Bodies dann sehr, sehr olle gelbe Flecken hatten von dem vielen Zeugs, was man da so reinmacht und ranmacht. Ja, dann mache ich mal noch einen. Mache ich den Nuki mal kurz rein und such was anzuziehen. Jawohl. So, da habe ich ein Body. Da ist eine Figur drauf. Diesmal ist, na gut, wollen wir mal dass die Erklärung nicht vorne wegnehmen. Ich fange einfach mit dem Body an. Ja, so. Ich schneide das mal ab, ne? Oder ich knote es ab, kriege ich es abgeknotet. Ach, ich habe doch eine Schere. Dann mache ich es mal ab. Ich habe immer Angst, dass dann hier hinten sonst diese Schildchen sind spitz. Und die sind ja auch zu nichts mehr nütze dann, ne? So, dann ziehen wir den kleinen Mucki den Body an und wollen hoffen, dass er passt. Jawohl. So, ich freue mich, dass ich jetzt etwas regelmäßiger hier sein kann. Gibt bald wieder ein Mäuschen vorzustellen und dann kriege ich diesen Body, den ich von unten anziehe, noch nicht mal ordentlich angezogen. Ja, das ist hier jetzt aber wieder was für die, ne, für die Nothilfe. Für die Body-Nothilfe. Na, wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ne? So, Nuki, jetzt mal raus. Deine neue Mama und die vielen Reborn-Freundinnen und Freunde und Zuschauerinnen, die wollen nämlich was von dir sehen, ne? Ja, das Painting, da möchte ich immer so die Härchen wegstreichen. Ja, also ich finde, das ist eine gute Option. Man hat keinen Ärger mit den Mützchen, aber hier habe ich was falsch gemacht. Da schaut her, irgendwas ist hier nicht richtig. Also jetzt knöpfe ich ihn auf und versuche ihn auch wieder richtig zugeknöpft zu bekommen. Was nicht sein soll, das ist nicht, ne? Ja, die verfluchten die verflixten Bodies. Klappt immer irgendwie nicht. So, jetzt habe ich hier hinten drin alles verknöpft und verdreht. Jetzt muss ich alle Knöpfe aufmachen. Na bingo. Und noch ein Schleifchen. Und das hat es gebracht. Oder das ist das, warum ich es nicht hinbekommen habe. Na klar, ein Wickelbody. Muss. Und noch ein Schleifchen. Nun frage ich mich, ob ich die jemals wieder zukriege hier. Das musste ja mal kommen, dass ich mal wieder über einen so einen ganz tollen Wickelbody stolper. Also, jetzt hoffe ich mal, dass ich das Gelernte noch behalten habe. Ja, dass ich mir das noch irgendwie merken kann. Also, da fangen wir mal hier mit an und schleifen das hier zu. Jawohl, wir schleifen das. So, ich hoffe, dass das richtig ist. Ja, ich sag lieber nichts, ne? So, dann schleifen wir das hier auch noch mal ein bisschen. Ich könnte ja Kasi sein, ne? Mir eine Windel auf den Kopf setzen und dann ist die Welt in Ordnung. So, ja. Na klar, bisschen Spaß soll ja hierbei auch sein. Das soll ja auch nicht so bitter ernst sein. Es sind nun mal keine echten Babys, das sind wunderschöne, lebensechte Püppilein. Und dann darf man auch ein bisschen spielen, ne? Ja, und er rutscht uns hier total aus dem Bild. So, na gut. Jetzt habe ich das irgendwie mit Worten versucht zu überdecken, was ich nicht kann. Aha, ja, ich lege mal den Arm. Also so viele Knöpfe, wer hat das erfunden? Ich meine, abgesehen davon, dass die Knöpfchen niedlich sind hier, ne? Ja, so. Jawohl. Und noch ein. Und noch drei Stück. Mein lieber Scholli. Wer soll das hinkriegen? Wenn so eine Mami so ein Zappelbaby hat, na, die hat Spaß doch. Das glaube ich schon. Er ist ja hier noch recht friedlich. Obwohl er sich einzweigst hier, ne? Was die Viola mit ihm macht, ne? Ja. Da lacht er sich eins. Na klar. Kleiner Lachzwerg ist das. So. Ja, ich zupfe alles immer ein bisschen zurecht. Da kommt ja jetzt noch was anzuziehen drüber und dann kriegen wir ihn schon hin, ne? So, dann zeige ich mal, was ich ausgesucht habe, falls ich jetzt alles wieder zusammenkriege.
und zusammen filme. Ich bin noch da, jawohl. Alles über den Haufen geschmissen hier eben. So, meine Lieben, ja, das Set habt ihr schon mal gesehen. Und das habt ihr an dem anderen Marty, den ich vor gar nicht langer Zeit vorgestellt habe, auch gesehen. Er hier, der Leon dann, ist der kleine Cousin vom anderen Marty. Und deshalb hat die neue Mami sich dieses Set noch einmal gewünscht. Und ich suche zwar immer gerne die Sächelchen selber aus, aber ab und an lasse ich mich dann doch auf sowas ein, dass auch die neue Mama mal mitschauen darf, was sie für Sächelchen nimmt. Ne? Das ist, das hatte ich ja schon mal ausgesucht. Bloß, ich will auch nicht, dass es langweilig wird, aber sonst hätte ich was anderes genommen. Aber ja, wenn ich es dann noch aufkriegen würde, dann können wir das auch nehmen. Ne? Ja. So, also seht ihr einen ähnlichen Marty, er hat aber hier einen anderen Body an. Und naja, und auch nochmal dieses niedliche Eulenset. Ne? Nun wollen wir hoffen, dass es dann auch passt. So, hier lasse ich dann den Zettel drinnen verschwinden. Na, können wir das uns erlauben? Ja, können wir hoffentlich. So. Dann das Höschen an, das ist eine Größe 62, fällt aber bei diesem Anbieter immer etwas kleiner aus. Also er hat ja nur Größe 51, da hätte ich jetzt die 56 im normalen Babyfachgeschäft. Was heißt normal? Was weiß ich, beim anderen Anbieter hätte ich die 56 genommen. Bei diesem Anbieter habe ich dann die 62 genommen und wenn ihr schaut, ne, passt. Da bin ich auch richtig stolz drauf. Ja, du hier. Nochmal, Nuki. Du kleiner Schelm, du. Den möchte man so ein bisschen kitzeln am Bauch. Ja, also, dann noch das Jäckchen dazu an. Jawohl, das kriegen wir leichter aus der Verpackung. So, hier passe ich mal, ich drehe ihn mal um. Sieht vielleicht auch ganz niedlich aus. Passe ich ein bisschen auf mit dem Zettelchen, dass der nicht auf die Haut kommt. Jo. Na, so sieht er von hinten aus, der kleine Schelm hier. Ja, so, ich kann ihn ja auch noch mal... Ja, immer die Händchen zum Spielen vors Gesicht. Das wäre bei den richtigen Babys auch ein Alter, wo sie dann mit den Händchen vorm Gesicht spielen. Ne? Ist ein ganz toller Eindruck, finde ich. So, dann wollen wir mal das Jäckchen noch darüber ziehen. So, dann wollen wir aufpassen, dass hier kein Knopf kaputt geht. So, und auch diese Knöpfe muss ich dann wieder zubekommen. Jawohl. Es ist halt so. Bei den vielen Babysächelchen, die so viel Spaß machen, muss man sich manchmal ganz schön durchkämpfen, du kleiner Schelm. Ja, so. So. Ja, immer Arm nach oben. Ja, so, nur mal gucken, wo wir die Knöpfe hier wieder, wo wir die Knöpfe rankriegen hier. So, zacki. Und noch ein Knopf. Ja, und das ist die Eule. Es mag nicht ganz deckungsgleich das Set sein, das habe ich jetzt nicht gucken können. Aber ist ja egal, auf jeden Fall hat der kleine Marty so ein Set wie sein, das ist ja nicht Marty, das ist ja Leon. Das hat mir ja der Kasi am Anfang gleich mal erstmal beigebracht. Der hat auf jeden Fall das gleiche Set oder ein ähnliches Set wie sein kleiner anderer, wie sein Cousin, wenn ich das richtig die Verwandtschaftsgrade richtig jetzt interpretiert habe. Ja, so, aber sieht schick aus, ne? Natürlich, mit der Eule vorne drauf. Da gibt es auch ein Mützchen dazu, das wollen wir dann natürlich auch mal einen Augenblick lang aufsetzen. Ja, ja, Mützchen schön auf die Nase gezogen und dann passt das auch, ne? Jo, so, da macht er ein tolles Gesamtbildchen hier. So, Mützchen nehme ich aber wieder ab, weil ich ja mein Painting auch immer ein bisschen zeigen möchte. Also sozusagen meine Arbeit, wenn ich ihn jetzt einmummel bis auf die Nasenspitze, kriegt er ja nun gar nichts mehr zu sehen, ne? So, dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben noch und was noch fehlt, um den kleinen Muckelmann hier komplett zu bekommen. Natürlich. Also Dankeschön, liebe Strickerin.
Ich bin happy, dass du immer so lieb bist und das machst für mich ganz klasse. Also ganz dickes Dankeschön wieder. Ja, muss sein. Ich glaube, das ist auch in eurem Sinne. Ne? Ich weiß ja inzwischen, dass ihr euch sehr freut, wenn diese kleinen Strickschuhchen dabei sind. Ja, da muss, kann man auch Danke sagen, ne? Auch wenn es jedes Mal ist. Das macht nichts. Sind ja jedes Mal neue Schuhchen, die auf die Reise gehen. Und eins schöner wie das andere. Ja, weiß passt ja nur auch immer überall dazu und das passt jetzt hier zu diesem Outfit ganz besonders. Na klar. Na, wir kriegen dich schon komplett, ne? Na, Mützchen nochmal auf. Einmal noch, ne? Ja. So, also er sieht ja wirklich schnuckelig aus mit Mütze hier. Mit Mütze und Schnulli und was haben wir noch? Natürlich. Bei mir geht ja kein Mäuschen auf Heimreise, das ist nur ein zartes Hellblau, aber natürlich bekommt er sein Teddybärchen mit, ne? So, bei mir blinkt es jetzt, jetzt muss ich tatsächlich stoppen. Geht gleich weiter. So, ihr Lieben, ich musste jetzt stoppen, weil mein Video blinkt und es blinkt immer noch und es bleiben mir noch 3 Minuten Film. Jetzt muss ich in 3 Minuten ganz schnell mich verabschieden. Dann, Kasi, willst du auch noch Tschüss sagen? Ja, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich wollte ja noch ein bisschen rausgehen, wollte ich noch. Kasi, hast du die Mütze immer noch auf? Ja, es ist von Nässe und draußen regnet. Und der hat auch eine Mütze, hat er jetzt ja gar nicht mehr. Das ist ja ein Ding. Wo hast du denn deine Mütze, mein Kleiner? Du musst eine Mütze aufsetzen, so wie ich. Na gut, Kasi, raus aus dem Bild, sag Tschüss. Na, Tschüss, ihr Lieben, macht gut, ich geh da mal, ne? Ja, ja, der Kasi. Tschüss, Baby. Der Kasi hat die Mütze nicht abgenommen. Also ihr Lieben, es blinkt bei mir. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich noch habe. Ich sag ganz lieb und ganz schnell Tschüss. Eure Viola aus Violas Babystube. Ja, Schube. Und dann noch nicht so schnell reden können, sich dann noch versprechen. Ne? Hoffentlich kriege ich das noch mit drauf. Auf jeden Fall macht es gut, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Viola. Aus wie Olas Babystube, auch wenn ich es jetzt schon zum 30. Mal gesagt habe. Macht es gut. Tschüss.